Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video in der Reihe Microsoft Cloud for Sustainability. Mein Name ist Maximilian Gilger und ich möchte euch heute den Environmental Credit Service vorstellen. Der Environmental Credit Service befindet sich derzeit noch in einer Preview und erlaubt es den Nutzern, CO2-Zertifikate zu erstellen, zu verifizieren, zu handeln und dementsprechend auch zu kaufen. Ich möchte euch in diesem Video eine kurze Übersicht über dieses Tool geben, wo die Funktionalitäten sind, wie es aussieht und wie es funktioniert, damit ihr entscheiden könnt, ob es für euren Anwendungsfall sinnvoll einzusetzen ist. Wir fangen zunächst wieder mit ein paar groben Punkten an. Generell geht es bei dem Tool um den Ausgleich von CO2-Emissionen. Das heißt, wenn euer Unternehmen bestimmte nicht vermeidbare Emissionen hat, kann sich dafür entschieden werden, diese mit CO2-Zertifikaten auszugleichen. Das heißt, Projekte zu unterstützen, die an anderer Stelle Emissionen einsparen und somit das Ganze Carbon Neutral zu gestalten. Das Tool setzt die derzeitigen Best Practices zum Zertifikatshandel um. Da gibt es von der IWA, das ist die Interwork Alliance, gibt es Standards und Frameworks, die garantieren sollen, dass die Zertifikate, die auf einer Plattform angeboten werden, auch tatsächlich den Nutzen haben, den sie bewerben. Dafür gibt es verschiedene Rollen mit verschiedenen Aufgaben, auf die wir gleich zurückkommen. Generell muss ich aber auch noch sagen, dass das Environmental Credit Service Tool nicht zwingend für die Vollendung eines CSRD-Berichts oder eines Berichts nach CSRD-Richtlinie erforderlich ist, sondern etwas außerhalb davon liegt, da die Entscheidung, seine Emissionen mit Hilfe von CO2-Zertifikaten auszugleichen, nicht erforderlich ist, sondern derzeit auf freiwilliger Basis passiert. So viel zur groben Übersicht. Jetzt möchte ich auf die Funktionsweise des Tools eingehen. Dazu möchte ich zuerst die einzelnen Rollen beschreiben. Es gibt fünf an der Zahl: einmal den Käufer, eine Registrierungsstelle, den Marktplatz, Anbieter und eine Verifizierungsstelle. Diese haben jeweils unterschiedliche Aufgaben, die wir in der Demo gleich auch nochmal sehen werden. Der Käufer, wie man sich schon denken kann, repräsentiert oft ein Unternehmen mit dem Ziel, Carbon Neutral zu werden, also Carbon Offsetting zu betreiben. Und der Käufer kauft Zertifikate von der Registrierungsstelle. Dementsprechend ist die Registrierungsstelle dafür verantwortlich, die Leistungsansprüche von Projekten zu verifizieren, also sicherzustellen, dass, wenn sich jetzt hier ein Anbieter findet, der ein ökologisches Projekt anbietet, dieser auch den gewünschten Effekt hat. Dann der Marktplatz stellt die Infrastruktur für den Kauf und Handel von Zertifikaten bereit. Also dort bieten die Anbieter ihre Zertifikate an und dort werden sie auch gekauft. Und zusätzlich ist der Marktplatz verantwortlich für Klärung und das Risikomanagement zwischen den Käufern und den Anbietern. Der Anbieter ist die Entität, die die Maßnahmen tatsächlich durchführt. Also werden bei der Registrierungsstelle registriert, aber dann müssen sie natürlich auch durchgeführt werden, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Und da kommt der tatsächliche Wert hinter den Zertifikaten auch her. Die Verifizierungsstelle, das sehen wir gleich, inwiefern sie sich von der Registrierungsstelle unterscheidet, validiert und verifiziert die von den Anbietern gestellten Ansprüche. Da geht es dann um ganz konkrete Werte und die Validierung der Werte. Und sie sagen praktisch, okay, diese x Tonnen CO2 werden durch diese Maßnahme eingespart. Und damit wird der Effekt der Projekte auch verifiziert und gemessen. Hier habe ich ein kurzes Flussdiagramm dargestellt, wie das Ganze auf dem Tool jetzt abläuft. Wir haben zuerst den Anbieter. Dieser erstellt ein Projekt, das ist zuerst nicht verifiziert und wird dann durch die Registrierungsstelle überprüft, um letztendlich hier grün markiert ein valides Projekt zu werden. Ein einzelner Anbieter kann beliebig viele Projekte hinzufügen. Da gibt es meiner Meinung nach, meines Wissens nach, kein Limit. Und pro Projekt kann dann ein Anspruch gestellt werden. Also innerhalb des Projektes 1 können wir dann einen bestimmten Carbon Offset claimen. Also wir haben in diesem Projekt so und so viel Tonnen CO2 gespart. Das wird dann von der Verifizierungsstelle überprüft. Also ist die Maßnahme, sorgt diese Maßnahme tatsächlich für die genannten Einsparungen. Und dann wird der Anbieter praktisch berechtigt, seine Claims auf dem Marktplatz zu veröffentlichen. Das ist dann der nächste Schritt. Wir haben hier einen Anbieter mit verschiedenen Projekten und verifizierten Claims und diese können dann von der Registrierungsstelle als echtes Zertifikat ausgegeben werden und damit auf einem Marktplatz gelistet werden.
Also der ursprüngliche Besitzer dieses Zertifikats ist immer noch der Anbieter, aber er hat dann die Möglichkeit, das Ganze auf dem Marktplatz anzugeben. Aus Käufersicht sieht es dann so aus, dass wir einfach auf den Marktplatz gehen können und die dort gelisteten Zertifikate kaufen können zu den Konditionen, die angegeben sind. So viel zu der theoretischen Übersicht über das Tool. Ich hoffe, dass alle weiteren Fragen in der jetzt folgenden Demo beantwortet werden. An dieser Stelle möchte ich noch mal kurz eine Anmerkung anbringen. Die Demo, die jetzt folgt, beschäftigt sich sehr stark mit den technischen Aspekten dieses Tools und ignoriert daher einige Grundlagen, die eventuell noch ganz hilfreich sind. Wen das interessiert, habe ich in die Beschreibung das Dokument der Interwork Alliance zu den Standards und Regularien eines solchen Zertifikathandelsplatzes gepackt. Die kann man sich nochmal durchlesen, um ein bisschen mehr Hintergrundinfos zu dem zu erhalten, was gleich demonstriert wird. So, und hier sind wir auch schon in der Environmental Credit Service Preview, zuerst in den Einstellungen, damit ihr seht, ich habe mich erstmal für jede einzelne Rolle in diesem Testnetzwerk angemeldet. Das Ganze muss in der Realität natürlich anders aussehen und ist hier lediglich für Demonstrationszwecke. Also wir sind sowohl der Anbieter als auch der Käufer und der Verifizierungsprozess. Ich würde sagen, wir fangen ganz vorne an, denn bevor wir einen Carbon Credit kaufen können, müssen wir diesen natürlich erstellen. Das Ganze läuft hier als Supplier, indem man ein neues Projekt erstellt. Das können wir jetzt natürlich nennen, wie wir wollen. Ich sage jetzt einfach mal, wir heißen Super Carbon Capture. Das Ganze ist in einer Small Scale und findet in Deutschland statt. Eine Beschreibung werde ich mir jetzt nicht sofort ausdenken. Ab 2023 ist das gültig und hier nehmen wir als Adresse direkt den Link zu meiner Firma. Innerhalb eines Projektes kann man jetzt diese Benefit Projects definieren. Und da würde ich sagen, wir nehmen hier das oder wir nennen es einfach mal New Benefit Project. Man muss dafür eine GeoJSON-Datei hochladen, wo man die Region, in der das Ganze stattfindet, definiert. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Das kann man dann hier hochladen. Kriegt man hier diese kleine Meldung, dass alles gut gegangen ist. Dann muss man hier die Registrierungsentität auswählen. Wir nehmen hier einfach mal uns selber, damit ich das alles zeigen kann. Und wir möchten das sofort zur Registrierung freigeben. Dann gibt es hier unten eine ganze Menge Kategorien und Methoden, die man auswählen kann. Ich werde jetzt hier nicht im Detail darauf eingehen. Sagen hier einfach mal Carbon Capture und Oil Recovery. Und das Ganze läuft unter Carbon Capture. Die anderen lassen wir erstmal leer und dann können wir das erstellen. Warten kurz und sehen jetzt hier in der Liste, dass das Ganze submitted wurde, unser New Benefit Projects im Projekt Super Carbon Capture. Und jetzt gehen wir mal, nehmen wir eine andere Rolle ein, und zwar die des Registrierungsregisters. Und da sehen wir hier, dass das neue Projekt in Pending Review steht. Das können wir jetzt reviewen mit ein paar Informationen. Im Optimalfall sollten da natürlich auch Dateien angehangen werden, die erklären, worum es sich handelt. Aber wir machen jetzt erstmal ein Approve. Das skippen wir. Dann wartet man kurz und dann ist das Ganze im Status Approved. Jetzt nehmen wir wieder eine andere Rolle ein, wieder die des Suppliers, also des Anbieters, und gucken uns unser Projekt mal an. Wir sehen hier in unserem Projekt gibt es im Augenblick null Claims. Also hier noch keine Tonnen CO2 wurden von uns geclaimed und dafür erstellen wir jetzt einen neuen. Hier sagen wir jetzt einfach mal, wie viel CO2 wir dadurch einsparen. Wir sagen einfach mal 8000 Tonnen. Und dann kann man hier noch ein paar Co-Benefits auswählen. Da wählen wir jetzt einfach mal Industry, Innovation und Infrastructure. Dann kann man hier unten, beziehungsweise muss man hier unten Checkpoints angeben, praktisch zu welchem Zeitpunkt wurden wie viel von dieser Menge erreicht. Wir können das Ganze hier mal quartalsweise machen, das heißt, wir sagen von Januar diesen Jahres bis Ende März hat sich zum Beispiel, also wir haben gesagt, wir sparen 8000 Tonnen CO2. Wir können ja sagen, dass wir vorher Emissionen von 100.000 hatten. Und jetzt
Nach einem Quartal waren es nur noch 93.000. Das Ganze muss dann auch belegt werden mit einer Datei. Da habe ich hier schon mal welche vorbereitet. Sagen wir hier Projektfortschritt Q1 2013. Muss man mit einem Tag versehen. Dann sagen wir, wir haben noch einen zweiten Checkpoint, denn das ist natürlich nur das erste Quartal. Aber tatsächlich haben wir auch im zweiten Quartal noch etwas getan. Dann sagen wir hier, das geht vom 1. April bis zum 30. Juni und sagen, hier hatten wir jetzt gesagt 93.000 und hier haben wir dann den finalen Wert von 92.000, um insgesamt eine Reduktion unseres Effekts von 100.000 Tonnen auf 92.000 Tonnen erzielt zu haben, was der Menge von unserer CO2-Reduktion entspricht, die wir hier oben angegeben haben. Das belegen wir jetzt hier auch nochmal mit einem imaginären Projektfortschrittsreport, welchen wir auch wieder mit einem Tag versehen. Dann können wir das schließen und können es hier erstellen. Wie man sieht, wurde es jetzt hier erstellt. Bis jetzt sind noch 0 Tonnen CO2 geclaimt worden. Man sieht, das Ganze ist im Draft. Wenn wir jetzt hier nochmal drauf gehen, kommen wir in diese Übersicht. Da sieht man nochmal die ganzen Sachen, die wir gerade ausgewählt haben, die beiden Checkpoints, die wir definiert haben. Und dann können wir es hier an einen Verifikationsregister schicken. Dann nehmen wir natürlich auch wieder uns selber, damit ich das Ganze hier zeigen kann. Dann warten wir kurz. Und dann sehen wir, dass das Ganze geschickt wurde. Das heißt, wir nehmen jetzt wieder eine neue Rolle ein. Jetzt sind wir der Validation und Verification Body. Wenn wir hier drauf gehen, dann sehen wir hier, dass wir diesen Claim gerade erstellt haben, über 8000 Tonnen CO2. Den können wir jetzt reviewen. Da sehen wir hier sämtliche Informationen, die wir gerade definiert haben. Und dann können wir das Ganze akzeptieren. Das dauert dann kurz und dann können wir hier in der Verifizierung können wir die Einheiten nochmal ändern. Zum Beispiel können wir sagen, dass im Checkpoint 1 tatsächlich nur bis 95.000 reduziert wurden nach unserer Berechnung und dann im zweiten aber wesentlich mehr. Das heißt, wir können jetzt hier die Sachen editieren und sagen, inwiefern sie abweichen oder eben nicht. Dann können wir hier die Art von Carbon Credit, den wir ausstellen wollen, nochmal definieren. Kann man hier nochmal einige Einstellungen vornehmen, welchen Standard das Ganze erfüllt und die Durability sowohl als auch Leakage und das sind alles Dinge, auf die man weiter eingehen kann, die von der Interwork Alliance ausgiebig definiert wurden, die ich aber im Augenblick erstmal ignorieren werde, um die Funktionalität des Tools präsentieren zu können. Dann klicken wir hier unten. Dann klicken wir hier unten einfach mal auf Verify. Hier sagt er, dass man nach Overlaps mit anderen Claims checken sollte, damit nicht ein und dasselbe Projekt zweimal berechnet wird. Das überspringen wir. Und jetzt wird das Ganze verifiziert. Und jetzt hat man die Möglichkeit, nach der Verifikation auch tatsächlich sich einen Credit ausstellen zu lassen. Das beantragen wir auch direkt. Denn wir sind ja nicht im Augenblick, nehmen wir nicht die Rolle des Ausstellenden, der ausstellenden Einheit ein, sondern nur des Verification Bodies. Das heißt, man sieht hier, das Ganze ist jetzt durchgelaufen, man könnte das auch wieder zurücknehmen. Aber wir nehmen jetzt wieder die Rolle des Registers ein, des ausstellenden Registers. Und da sehen wir dann hier die Credit Issuance Requests. Hier sehen wir unser Projekt Super Carbon Capture mit der Request, das Ganze freizugeben. Das können wir jetzt hier nochmal reviewen. Dann stehen hier die Informationen, die wir gerade geändert haben. Dann sieht man, dass hier die einzelnen Checkpoints sich geändert haben und die Menge gleich geblieben ist. Dann können wir sagen, in welchem Jahr das Ganze passiert ist. Sagen wir 2023. Und dann kann man hier noch eine Nummer vergeben. Das ist im Augenblick nicht so relevant. Und dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, diesen Credit auch auszustellen. Nochmal die Frage, soll das überprüft werden gegenüber Overlaps mit anderen Zertifikaten, die bereits ausgestellt wurden? Das überspringen wir jetzt wieder. Und dann warten wir kurz.
Und dann kriegt man hier oben die Meldung, dass das Ganze generiert wurde. Jetzt können wir wieder wegklicken. Und jetzt könnten wir wieder hier als Supplier uns das Ganze angucken. Hier sieht man ein paar andere, aber man sieht auch, dass hier unser Project erstmal approved wurde. Da können wir jetzt wieder raufgehen. Man sieht, dass hier ein Claim existiert. Dann sieht man hier auch die Gesamtmenge an CO2, die wir bis jetzt geclaimt haben. Unten den Status, hier die Länge. Und dann können wir hier über Credits Issued, also die, die uns von der Registraturstelle ausgestellt wurden, diese auch einsehen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das Ganze auch zu listen auf dem Marktplatz. Das heißt, wir klicken jetzt hier rauf und dann können wir den Marktplatz definieren, den Preis, den wir hiervon abnehmen wollten und dann noch den Preis pro Tonne CO2. Hier nehme ich erstmal irgendeinen Wert und dann kann man das Ganze auf diesem Marktplatz listen. Kriegt hier oben wieder die Bestätigung, dass das geklappt hat und dann können wir jetzt die letzte Rolle einnehmen. Also man kann auch hier den Marktplatz nochmal zeigen. Da sieht man hier die verschiedenen Credits. Im Augenblick haben wir hier unser neues Projekt, Super Carbon Capture. Das können wir auch nochmal reviewen von Seiten des Marktes. Dann sagen wir List. Oder beziehungsweise man kann hier sich vielleicht nochmal angucken. Dort kann man auch den Verlauf dieses Credits nachvollziehen, gucken, wann wurde er erstellt, wer hat ihn verifiziert, welche Stelle hat ihn ausgestellt. Da sieht man hier, wir haben es zuerst registriert, dann haben wir den Claim erstellt, dann wurde er verifiziert. Dann wurde das Zertifikat ausgestellt und jetzt wurde es hier angeboten. Hier mit dem letzten Klick können wir das Ganze listen. Und damit ist der Weg eines solchen Claims bis auf den Marktplatz erstmal fertig. Hier sieht man jetzt, das Ganze hat den Status approved und kann von möglichen Käufern eingesehen werden. Das heißt, wir nehmen jetzt die letzte Rolle ein, der Käufer. Und wenn wir jetzt als Käufer unterwegs sind, dann melden wir uns bei einem bestimmten Marktplatz oder vielleicht auch mehreren an. Das hängt davon ab, wo wir unser Vertrauen lagern möchten. Und dann sehen wir hier die verschiedenen Credits, die möglich sind. Hier unser neues Projekt im Bereich Carbon Capture in Germany. Wenn wir denn hier raufgehen, gäbe es hier noch nicht, aber in der richtigen Version gäbe es denn hier die Möglichkeit, das Ganze zu kaufen. Auch hier sieht man nochmal den Verlauf dieses Tokens. Darauf wird stetig sehr viel Wert gelegt, denn letztendlich ist das der wichtigste Punkt des Environmental Credit Service, dass jeder Token, der hier gehandelt wird und der gekauft wird, eindeutig nachvollziehbar ist und zurückzuführen ist auf ein Projekt. Und der Einfluss dieses Projekts auch durch eine Verifizierung gegeben ist. Das ist wirklich der Knackpunkt und das ist das, was durch dieses Framework und die Standards der Interwork Alliance auch gegeben ist. Ich hoffe, dass das erstmal einen guten Überblick über dieses Tool gegeben hat. Wie gesagt, nicht zwingend notwendig für das CSRD-Reportings, dennoch relativ interessant, meiner Meinung nach, im Bereich Nachhaltigkeit, dass sicherlich auch andere Lösungen für solche Märkte gibt, aber diese hier gut mit anderen Lösungen der Microsoft Cloud for Sustainability zusammenarbeitet. Und damit möchte ich mich auch verabschieden. Ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Video zur Microsoft Cloud for Sustainability. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis bald.